Im Januar haben wir unser erstes Erlebniswochenende in Berlin. Und die Frage ist, worum geht es da? Es soll ein Thema sein, was gleichermaßen spannend ist für Leute, die noch nichts mit NLP haben und für Leute, die schon NLP erfahren sind. Und da gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Unser Thema wird sein Ressourcen. Weil wenn eine Sache wichtig ist im NLP, dann sind es die Ressourcen. Wenn du irgendetwas ändern möchtest in deinem Leben, geht es nur mit Ressourcen. Und du kennst vielleicht mein Modell, was für mich eines der zentralen Modelle ist, um NLP zu erklären. Das ist die Idee gegenwärtiger ändernswerter Zustand plus Ressourcen ist gleich künftiger erwünschter Zustand oder auch von A nach B. Das heißt, das, womit die Veränderung geschieht, das sind hier die Ressourcen. Und das ist doch eine Frage, die viele Menschen auch wirklich interessiert. Die überlegen sich, was sind meine Ressourcen, was sind meine Stärken, was ist an mir besonders, was ist an mir einzigartig. Und jetzt mal ehrlich, wann hast du zum letzten Mal 2 Tage Zeit genommen, um die Frage zu klären, was eigentlich wirklich deine Stärken und deine Ressourcen sind? Das ist eine Frage, die ist gleichermaßen spannend für Leute, die. Ach, das sehe ich jetzt erstmal, ich habe das hier falsch gezeichnet. Also, jetzt ist es klar, es war wirklich ein Ressourcenwochenende. Ich male hier sonst ein Frowny und gehe dann zum Smiley. Ich habe heute mit dem Smiley angefangen und mit dem Smiley geendet. Das ist, glaube ich, hier wirklich die Essenz von dem Ressourcenwochenende. Wir fangen im guten Zustand an, wir packen Ressourcen drauf und wir enden in einem noch besseren Zustand. Ja, genauso machen wir das. Die Idee von dem Ressourcenwochenende kommt auch daher. Ich habe mich, seit ich NLP mache, oder sehr schnell gefragt, wie kommt es, dass in dieser Methode, die sich selbst als so eine stärkenorientierte Methode bezeichnet, als eine so ressourcenorientierte Methode bezeichnet, wir eine Fülle von Formaten haben, um Probleme zu lösen. Die meisten NLP-Formate beginnen, so wie ich es eigentlich ja malen wollte, mit einem ändernswerten Zustand, wo der halt so guckt, der Smiley, und brauchen den, geben eine Ressource drauf und kommen dann zum Zielzustand. Und ich habe mich immer gewundert, warum gibt es im NLP eigentlich so wenig Ressourceformate? Und habe sehr früh angefangen, Ressourceformate zu entwickeln und mache zum Teil auch im Rahmen der Coaching-Ausbildung mit den Leuten einen Tag oder manchmal sogar auch 1,5 Tage zum Thema Ressourcen. Und jedes Mal ist mir aufgefallen, wir kommen eigentlich gerade so zum Anfang. Also es ist überhaupt kein Problem, 2 Tage zu füllen mit der Idee, Ressourcen zu sammeln. Wir haben eine Übung, da geht es darum, 1.000 Ressourcen aufzuschreiben, 1.000 Stärken von sich aufzuschreiben, 1.000 Eigenschaften, Sachen, Erlebnisse aufzuschreiben, die dir gut getan haben. Und ich verspreche dir, wenn du dieses Wochenende erlebst, 2 Tage nur um Ressourcen, du gehst raus als anderer Mensch. Wenn du dir den Text anguckst, der auf der Seite von Stefan Lanziedl ist, wirst du merken, das ist ein großartiger Text und auch ein großartiges Video, was Stefan für sich und auf sich zurechtgeschneidert hat. Vielleicht kennst du das Modell mit Erkenntnistyp, Beziehungstyp und Handlungstyp. Stefan ist Handlungstyp und er hat einen großartigen Text geschrieben für ein Handlungstyp-Wochenende. Ich bin kein Handlungstyp, ich bin Erkenntnistyp und habe mir deswegen auch überlegt, wie kann ich das Ganze auf meine Art interpretieren, diese Themen, die er bringt. Wir werden alle Themen bringen, die auf der Seite stehen. Wir werden das Disney-Format machen, wir werden über Glaubenssätze reden, wir werden Zukunft gestalten. Aber der Dreh- und Angelpunkt von all dem wird sein, die Frage der Ressourcen. Die Ressourcen sich bewusst zu machen, die Be Ressourcen zu erkennen. Denn für mich ist NLP ja sehr stark auch von Erkenntnis, von Selbsterkenntnis getragen. Wir rechnen mit, ganz grob gesagt, 50 bis 100 Teilnehmern an diesem Wochenende. Das heißt für dich auch, dass 50 bis 100 Ressourcen um dich herum sitzen. Denn jeder andere Mensch ist eine Ressource, da kann eine Ressource sein. Es wird sehr viele Übungen geben, wo es darum geht, andere Leute kennenzulernen, sich in anderen zu spiegeln. Du weißt, mein Thema ist Modeling. Also wird es auch darum gehen, von anderen Ressourcen, von anderen Qualitäten und Fähigkeiten zu übernehmen. Es wird also mit Sicherheit auch eine Ressourcenparty werden. Wir haben einen Raum in der Kulturbrauerei in Berlin gefunden. Ich meine, bessere Location in Berlin gibt es eigentlich nicht als die Kulturbrauerei. Das heißt, wir werden da 2 komplette Tage sein. Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr, klar, mit Pausen in der Gegend kann man wunderbar in der Mittagspause weggehen.
und uns in einer inspirierten Gruppe mit großartigen Leuten 2 Tage lang mit Ressourcen beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und kommst und dir auch Zeit nimmst, dich 2 Tage mit deinen Ressourcen zu beschäftigen und entsprechend Dinge zu erleben. Bis dann!